Kann es allerdings auch in Flüssen sehen. Man muss ja einfach nur mal in Flüssen. Ja. Beobachten. Die Steine, die sie immer mitnehmen, sind ja auch. Die wandern ja auch vom Gebirge dann immer weiter und lagern sich dann irgendwann ab. Das sind die Schwemmstoffe. Und. Ja, die schleimen sich dabei auch ab. Deswegen wird es immer sandiger am Schluss. So ein Flussbett. Ist auch ganz interessant eigentlich, ne? Und das ist eigentlich, ja. Also das Lustigste war mal Glasscherben. Ich habe eine Glasscherbe in einem Fluss gefunden. Richtig schönes Glühglas. Und durch das, durch die ganzen Steine, durch den Sand und alles, was da sonst so in so einem Fluss rumgeistert, wurde das dazu geschliffen, dass man meinte, man hätte ein grünes Brillenglas in der Hand. So sah das aus. Und das war auch total stumpf an dem Rennen, also nicht scharfkantig, an dem Ding konnte man sich nicht schneiden. Es war halt einfach eine grüne Glasscheibe. Mit stumpfen Rändern, so ja, fast linsenförmig. War so ein Deckel von der Flasche. Und das war schon, also es schon lustig. Weil davon abgesehen, dass sowas natürlich nicht in den Fluss gehört. Das sollte eigentlich jeder wissen. Das ist Müll. Und Müll und Wasser ist ganz blöd, weil Wasser ist ja der eigentlich. Ja, wichtigste Stoff hier auf der Erde. Du brauchst dich also selber angucken. Du bestehst zu 78% aus Wasser. Du willst ja auch nicht, dass das Wasser, was du in dir hast, voller Müll ist. Deswegen gibt es ja Kläranlagen und lauter so ein Spaß, aber halt. Illegale Müllablagerung in Gewässern ist immer noch ein riesiges Problem. Vielleicht nicht unbedingt bei uns, wahrscheinlich aber auch hier. Aber halt in Afrika oder in Asien oder halt auch in China ist das ja kaum gäbe. Einfach von den ganzen Chemiefabriken das Wasser ungereinigt. Einfach in die Flüsse rein. Ist ein super Konzept. Vor allem, weil das nicht nur auf eure Region beschränkt bleibt, wo ihr das macht, sondern das Wasser fließt ja schön ins Meer und bringt alles um, was im Meer ist, langfristig. Können wir uns schon mal schön drauf freuen. Am Ende landet sowieso alles im Meer. Also ich weiß nicht, wie groß das ist, aber irgendwo. Gott, wo war das? Ich glaube. Bei der arabischen Halbinsel oder so treibt auf dem Pazifik. Ist das dann noch? Ja, doch, das ist der Pazifik. Ja, das ist der Pazifik. Da treibt so ein Müllteppich auf dem Meer, der ist so groß wie Deutschland. Ist durch die Strömungen halt, durch die Meeresströmungen alles immer dahin getragen worden. Ja. Es ist allgemein lustig, was im Wasser alles schwimmen kann. Also, ist nach Unwetter. Ich weiß nicht, wer an einem Fluss wohnt, der Staustufen drin hat. Da musst du mal nach einem Unwetter hinkommen, was da alles dann vor den Staustufen sich an Treibsachen angehäuft hat. Und ja, es ist so ein Autoreifen mit Felge. Geht ja in jedem normalen Wasser unter. Ja. Es ist vollkommen wurscht, was du da für Gas reinpumpst. Im Autoreifen selber ist Metall drinnen. Die Felge ist aus Metall. Das geht unter, genauso wie ein Feuerlöscher. Und in diesem ja, Treibholzteppich, der war 50 Meter vor der Staustufe, hat er angefangen. Und da war ein halbes Auto drin. Mehrere Autoreifen, ein Feuerlöscher. Und es ist alles mit oben aufgeschwommen.
weil es halt durch die Strömung vom Fluss ist es ja an die Staustufe hingepresst worden. Und das ganze Schwemmholz, Treibholz und das alles, was schwimmen kann, was damit untergemischt war, hat ja quasi in der Gesamtfläche so viel Auftrieb erzeugt, dass man darauf quasi hätte laufen können. Obwohl es nur schwimmt. Also es hat dicht zusammengepresst und da lag halt wirklich ein Feuerlöscher und da hat sich nichts mehr drin bewegt. Da hättest du ein Auto drauf parken können. War schon faszinierend zu sehen, wie das erstens mal funktioniert, dass solche Sachen schwimmen können. Und zweitens etwas schockierend, was alles da drin lag. Also Wahnsinn. Gut, aber beim Unwetter muss man auch dazu sagen, da können ja die wenigsten was dafür, ja. Ein Fluss ist halt das Ende aller Bachläufe. Und der Bach sammelt auch nur das Wasser, was halt überall rumspült. Und wenn es ein Unwetter gibt, dann reißt das Wasser halt nur mal einiges mit. Und da kann schon mal passieren, dass auch Feuerlöscher, die irgendwo angebracht sind, rausgerissen werden vom Wasser und einfach, ja, halt reintreiben. Oder Autoreifen, die ja ab und zu so einfach nur rumstehen, mit starkem Wind also wegfliegen und dann rum ist. Also die Natur hat sehr, sehr, sehr viel Kraft und das wird sehr, sehr, sehr oft unterschätzt. Unter anderem bei gewissen japanischen Atomkraftwerken, die dadurch havariert sind. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Na? Ihr wisst alle, was ich meine und wovon ich rede. Aber das lassen wir mal. Man muss ja immer noch betonen, das Erdbeben hat das Kraftwerk ja sogar überlebt. Was verheerend war die Flutwelle, das Kühlwasser. Nee, was war's? Ich glaube, das Notstromaggregat oder irgendwas hat es so weit kaputt gemacht, dass es halt dann zur Kernschmelze kam. Weil das Kühlwasser nicht mehr reingepumpt wurde oder so weit. Also sowas scheitert. Sowas scheitert moderne Technik. Das ist richtig umwerfend. So, ich glaube, wir bräuchten mehr Kisten. So, vom Gefühl her, weil hier kein Platz mehr ist. Und zwar so gar keiner. Und das ist doof. Weil wir brauchen Platz. Ohne Platz kann ich nicht arbeiten. Das heißt, erstmal neue Kisten. Also eine neue Kiste vorerst mal, das sollte hoffentlich reichen. Also eine neue Doppelkiste, weil ich. Dann das Ganze zu euch dann reinpacken. So. Langweilig. Hier kommen immer sehr, sehr, sehr viel Stein rein. Gut. So. Machen wir als nächstes Spitzhacken herstellen. Das ist das Wichtigste von allen. Suki. Oh, heilige. Das geht aber tief rein. Sieht man auch, dass das eigentlich schon sehr weit hinter geht dann. Ich weiß halt nur nicht, wie weit. Löscher.
Lass dich mal schnell knuddeln. Gut. Dankeschön. Klatsch. Hier sind überall kleine Löcher. Da vorne ist schon der Ozean, ne? Das ist nochmal so ein Sandloch. Hüpf. 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 Also ist schon schön. Die Landschaft hier. Was war das für ein komisches Musikelement? Also mir gefällt's hier. Ich weiß noch nicht, was ich hier überall hinmachen will, aber mir gefällt einfach schon mal. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich dieses Feld hier letztendlich machen will. Vielleicht machen wir es doch ein bisschen länger sogar. Oh, mir fällt auf, ich kann jetzt hier sogar endlich die Brücke abreißen. Brauche ich jetzt nicht mehr. So. Dann hier so. Welcher Höhe ist denn das hier eigentlich? 60, das heißt, es ist nur. Warte. 1,6 kann sie abziehen. 59, das heißt 4 Meter, also 4 Blöcke unter dem Meeresspiegel. Also ich könnte das Ganze eigentlich bis zum Ozean durchbauen. Ja, wobei, es wäre schon hässlich. Muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Was bestimmt nämlich auch cool wäre, wäre hier quasi so eine Drei-Ebenen-Brücke machen, wo wir. Ja, wohl. Nee, wer vergisst, also Drei-Ebenen-Brücke lassen wir. Das sieht bestimmt furchtbar aus. Aber so eine Zwei-Ebenen-Brücke will ich auf jeden Fall haben. Wo man halt, also hier unten soll man lang gehen können, das braucht man ja, um die Felder nachzupflanzen. Die hier reinkommen, das ist ja klar. Dann eins drüber. Muss man irgendwie lang gehen können, damit man das Ganze sieht. Da muss ich irgendwo noch die Bahn, also eine Bahnstrecke dann durchlaufen lassen, weil wir eine Bahn zum Ozean brauchen. Also so eine Transitstrecke halt, um von A nach B zu gelangen. Und halt mit Kisten Minecarts später. Ich weiß nicht, wann kamen die denn bitte dazu? Keine Ahnung. Irgendwann mal Sachen rum zu transportieren. Das eignet sich nämlich schon sehr gut. Prinzipiell. Und das will ich auf jeden Fall machen. Und schön, dass ich wieder hallo. Dass sich wieder die Medienanzeige umgestellt hat. Auf jeden Fall bestens. Und wir brauchen gebratenen Stein. Haben wir da überhaupt einen Ofen hier unten? Haben wir gebratenen Stein? Keine Ahnung, ich tue jetzt erstmal das ja ausgraben, wo das hier dann hin muss. Von mir auch schon.